In der klassischen Mechanik kann man, wenn man den Ort x und den Impuls p eines Teilchens zu einer Zeit t exakt kennt und alle Kräfte, die auf das Teilchen wirken, dessen Bahn berechnen, also Ort und Impuls für alle zukünftigen Zeiten t vorhersagen. Im Prinzip würde das bedeuten, dass man, wenn man Ort und Impuls von allen Teilchen des Universums zu einem Zeitpunkt exakt kennen würde und diese Daten in einen Supercomputer, den sogenannten Laplacian Daemon, einfüttert, dass dieser in der Lage wäre, Ort und Impuls von allen Teilchen des Universums für alle Zukunft vorherzusagen. Dieses Weltbild wurde allerdings grundlegend erschüttert. In der Welt der Quanten herrschen nämlich andere Gesetze. Betrachten wir Objekte von der Größenordnung eines Atoms, so spüren wir die Wellennatur der Materie. Ein Atom ist eine Überlagerung aus verschiedenen Zuständen, die alle nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eingenommen werden. Welcher Zustand tatsächlich eingenommen wird, entscheidet sich erst durch die Beobachtung der atomaren Wellenfunktion Psi. Wir brauchen also einen Beobachter. Psst. Hey, wir brauchen dich. Wir können also entweder erst den Impuls P und dann den Ort des Atoms beobachten oder umgekehrt. Aber wie sieht das nun aus in der Welt der Quanten? Nichts wie hinterher. Rechts ist die Wellenfunktion im Ortsraum und links im Impulsraum. Wenn wir versuchen, den Ort x exakt zu bestimmen, also die Welle im Ortsraum einzuquetschen, dann zerfließt sie im Impulsraum und umgekehrt. Wir müssen also zwischen beiden einen Kompromiss finden. Und zwar der Gestalt, dass das Produkt der Unsicherheiten Delta X und Delta P größer ist als H quer, das Planck'sche Wirkungsquantum. Tja, und so klein die Formel ist, sie ist der Aufbruch in eine neue Ära in der Physik. Die Ära der Quantenmechanik.